Medikamenten geschrieben hast. Alles ja, du bist hier wegen einer Sache. Gut. I don't know. Das ist schon sehr, 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 sehr eng. Antibakterielle Mundhygiene. Kennt ihr das, wenn man mit einer Situation so krass überfordert ist, weil so viel auf einen einprasselt, dass man sich gar nicht auf eine Sache allein konzentrieren kann? Und dann will man irgendwie alles gleichzeitig machen, aber hat für nichts genug Zeit. Und dann kommt dazu noch, dass man die ganze Zeit irgendwie auf Social Media hängt und versackt. Und dann denkt man sich so, ja, das will man ja eigentlich gar nicht. Um dann das Handy wegzulegen, an den Laptop zu gehen und letztendlich auf Netflix oder was auch immer zu versacken, um dann halt wieder nicht das zu tun, was man eigentlich machen müsste, um dann noch mehr Stress aufzubauen, weil man sich so denkt, so, das muss ja jetzt irgendwann mal fertig werden. Und ich habe gefühlt einfach seit ein paar Wochen das Problem, dass ich irgendwie nichts mehr richtig geordnet bekomme. Ich merke immer mehr, dass ich Dinge vergesse. Ich habe so viel gefühlt, was ich machen muss, die du eigentlich nicht aufschieben solltest, weil da immer irgendeine Deadline hinter ist. Und gerade überfordert mich alles. Und das will ich nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie ich das am besten ändern könnte. Und jetzt allein hier rauszukommen, bin ich so, wie? Ich sitze hier schon seit einer Stunde. Ich habe nicht mal mehr einen Duschrhythmus. Und wie ihr sagt, jetzt, das sieht man, das weiß ich selber. Aber ich habe mir auch die letzten Tage immer mal wieder vorgenommen, mehr Sport zu machen. Und ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht fange ich einfach mit Laufen an. Einfach weil mir in letzter Zeit so oft irgendwelche Videos angezeigt wurden, wo Menschen angefangen haben zu laufen, das hat ihr Leben positiv verändert. Und ich bin so, das will ich auch. Ich bin zwar absolut keine Läuferin und seit ich denken kann, hasse ich Laufen. Aber es ist halt so convenient. Das Einzige, was halt oftmals fehlt, ist so die Motivation. Ich will meinen Kopf freikriegen. Ich will irgendwie das Chaos in meinem Kopf sortieren. Ich mache mich jetzt fertig. Dann gehen wir joggen. Und dann gehe ich duschen und gebe mir so ein richtig nices Glow-up, dass ich so das Gefühl habe, ich kriege alles in den Griff, was ich in den Griff kriegen möchte. Und dann schreibe ich mir eine To-Do-Liste. Und hoffentlich macht das dann was. Okay. Ach nee, Sport. Let's do this. Ich werde jetzt gleich auch einfach vermutlich richtig langsam loslaufen. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Ziel, also ich wage zu bezweifeln, dass es mehr als 2 Kilometer werden, weil das allein ist für mich schon so wow. Aber ich glaube, ich muss einfach mal das Haus verlassen. Ich muss mich einfach mal bewegen. Ich habe auch bisher heute Morgen nichts anderes gemacht, außer gelesen. Und das klingt immer so schön, so nach dem Motto, ich habe mein Handy durch mein Kindle ersetzt. Es ist zwar immer noch ein Bildschirm, aber zumindest lese ich. Aber ich versacke immer so in den Geschichten, die ich lese, dass es eigentlich nicht mal unbedingt was Positives ist, weil ich brauche so lange, geistig da wieder rauszukommen. Also wirklich meinen Kopf anzustrengen, dass ich gerade in der Realität bin. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, was kann ich denn machen? So, was mich so ein bisschen aus dem Alltag rausholt, was Spaß macht, aber nicht Social Media ist, irgendwelche Serien oder Filme gucken oder Bücher lesen. Ich bin mittlerweile richtig überfordert. Und dann frage ich mich manchmal, braucht man das überhaupt? Mache ich das einfach nur, weil ich es nicht anders gewohnt bin? Und wenn ich jetzt einfach aufhören will, das alles zu machen, wäre ich einfach der produktivste Mensch auf Erden und alles wäre super einfach? I don't know. Ich habe auch manchmal einfach das Gefühl, ich habe zu viele Gedanken gleichzeitig, um sie konstruktiv zu ordnen und dann systematisch umzusetzen. Und ich bin mit ADHS diagnostiziert. Aber ich will eigentlich kein Ritalin nehmen. Es ist einfach so ein richtig komisches Gefühl. Alles ist plötzlich so still, wenn ich das Zeug nehme. Und ich weiß nicht, ob das einfach so ein Gewohnheitsding ist, dass man sich dran gewöhnen muss. Und dann ist es nicht mehr so weird. Aber gleichzeitig habe ich auch dieses so, ich möchte mich nicht an irgendwelche Medikamente gewöhnen und dann vielleicht sogar abhängig werden. Willkommen zu meinem TED-Talk. Hier noch eh duschen, weil es juckt auch niemanden, wie ich aussehe. Noch so ein Stirnmantel genommen, falls es irgendwie doch noch viel kälter sein sollte. Ich kann das irgendwie gerade noch gar nicht einschätzen. Let's go! Ich weiß, warum ich nicht renne. Was soll denn das? Warum tue ich mir das gerade an? Wirklich, ich glaube langsamer, als ich kann man nicht laufen. Ich gebe mein Bestes. Ich liebe die Vorstellung vom Laufen. Aber wenn ich dann tatsächlich laufe, dann merke ich sofort, wie schwer mein Körper eigentlich ist.
Ja, und jetzt ist der Moment, wo ich eigentlich wieder laufen müsste. Ich glaube tatsächlich, gehen bin ich schneller als laufend. Ich wünschte, das wäre ein Joke. Hier der Beweis, dass ich auch tatsächlich gelaufen bin. Ich glaube, ich brauche so pro Kilometer 10 Minuten. Ja, egal. Ich habe Sport gemacht. Ich bin jetzt auch komplett vollgeschwitzt. Ich muss jetzt auch ganz schnell duschen, weil mir meine beste Freundin gerade eben geschrieben hat, dass wir noch in die Stadt wollen. Und ich habe gesagt, klar bin ich in einer halben Stunde ready. Naja, deswegen muss ich jetzt ganz schnell duschen, mich umziehen, fertig machen und dann los in die Stadt. Kalt draußen, ist aber auch nicht warm draußen. Die ist gut. Socke ist mir egal. Ich will meine Jeansjacke anziehen, aber was ziehe ich drunter? Ein langes Shirt. Ich habe keine Zeit mehr. Meine Freundin ist zwar gewohnt, dass ich eigentlich immer zu spät komme, aber ne? Ich will mich ja auch bessern. Egal, hab ich schon mal was. Keine Zeit mehr. Eigentlich war mein Plan eine ganz entspannte Dusche, wo man so alles macht, was man normalerweise nicht macht. Also zum Beispiel, ich rasiere mich nicht jedes Mal. Dachte mir so, oh, da wird entspannt rasiert. Oh Gott, das hat glaube ich auch noch nie jemand gesagt. Und dann so eine Maske nach dem Duschen und dann schreibe ich meine To-Do-Liste an allen Dingen, die ich noch machen muss, damit es mich nicht überfordert. Und jetzt bin ich so, klar können wir uns in einer halben Stunde treffen. Ich bin ready. Ich bin so richtig außer Atem und war die ganze Zeit so in der Dusche. Kipp nicht um, kipp nicht um, kipp nicht um, kipp nicht um. Okay. Ich frage mich auch gerade, ob ich jetzt meine Haare trocknen lasse oder ob ich sie besser nochmal föhnen sollte, weil es ist halt auch nicht warm, warm draußen. Es ist halt so Herbst-Frühling-Wetter. Aber die Sonne ist rausgekommen und dann wird es eigentlich immer ein Tucken wärmer. Aber wenn die Sonne wieder weggeht, vor allem wir wollen in die Stadt, ich weiß gar nicht ganz genau, was sie besorgen möchte. Aber ich brauche definitiv noch so ein, zwei Langarm-Shirts. Und ich will eigentlich auch nicht viel anderes besorgen, weil ich Geld sparen möchte. Ich habe mir neuerdings auch angewöhnt, so Mouthwash zu benutzen. Wie heißt das? Mundspülung. Antibakterielle Mundhygiene. Das ist keine Werbung. Die ich ausprobiert habe vorher, haben so eklig geschmeckt. Und ich habe den Geschmack einfach nicht mehr aus dem Mund bekommen. Aber das hier geht. Sexy. Oh Gott. Noch Deo, dass ich stinke. Okay, so aber ehrlich, ich glaube 10 Minuten schaffe ich trotzdem nicht. Ich muss ja nochmal schreiben. Wollen wir mal realistisch sein? Ich probiere die einfach mal an. Ich will auch immer so eine Jacke haben. Alles wird ein bisschen wegen einer Sache. Und ich wollte noch nach so ganz großen, fetten Kreolen gucken in Gold. Wir sind gefühlt kein guter Einfluss füreinander. Ganz schnell zur Umkleide, sonst kaufe ich ja alles. Ich bin süß mit Nein. Also lass mir jetzt alles zurückgeben. Du brauchst keine Jogginghose. Ich glaube, das probiere ich an. Aber das sieht mit aus wie eine Kindergröße. Das ist schon sehr, 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 sehr eng. Probieren wir die jetzt mal an. Hallo. Das ist nicht durchsichtig, aber so eng. Welche Größe hast du auch für das FS genommen, ne? Schuhen ja, aber sehr eng. Ja, wow. Das. Wie sieht es mir doch selber machen?
das mal ausziehen. Oh. Jetzt kann ich ja die To-Do-Liste schreiben. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach, um so anzukommen, mir einmal mein Buch nehme und ein bisschen lese. Aber dann denke ich mir auch gleichzeitig so, boah, ich weiß, dass ich da drin so versacken werde. Aber ich bin gerade irgendwie nicht in der Lage, jetzt sofort irgendwas Produktives zu machen. Fühle ich einfach gerade nicht so. Schuhe ausziehen. Ich möchte einmal kurz erwähnen, dass ich es wirklich geschafft habe, nur Dinge zu kaufen. Warum habe ich meine AirPods noch drin? Nur Dinge gekauft, die ich auch wirklich holen wollte. Das ist mir, glaube ich, auch noch nicht passiert. Ich habe jetzt zwei Langarm-Shirts, also eins in weiß und eins nochmal in dunkelblau, was ich mir nachkaufen wollte, weil das habe ich schon. Und ich war so, ja. Da habe ich mir noch eine Hafermilch mitgenommen. Gut, ich habe jetzt zwar drei Teile auf meiner Liste, die ich eventuell nochmal online nachkaufen möchte. Aber eigentlich will ich auch viel lieber Secondhand kaufen. Wir wollten auch erst in Secondhand-Laden, aber der war zu. Und dementsprechend konnten wir da nicht rein. Aber sonst wären wir halt da zuerst reingegangen, hätten geguckt, ob wir einfach schon alles kriegen, was wir suchen. Beziehungsweise brauchen. Brauchen in Anführungsstrichen. Und dann hätte sich das halt auch schon erledigt. Aber stattdessen haben wir uns dann doch für Fast Fashion entschieden. Was wir aber relativ selten tun. Also ich will das jetzt gerade nicht entschuldigen, weil ich kaufe immer noch Fast Fashion. Aber ich versuche es halt schon deutlich zu minimieren. Ich habe auch immer das Gefühl, das kommt irgendwann mal komplett runter, weil da ist mittlerweile so viel Gewicht dran. Jetzt habe ich halt aufgeräumt. Jetzt kann ich mir halt schon so ein paar Seiten für mein Buch gönnen, oder? Also ich habe eigentlich beschlossen, nicht mehr abends zu lesen auf meinem Kindle, weil mir aufgefallen ist, dass ich dann richtig schlecht schlafe und auch so richtig viel träume. Und ich hasse ja Träumen, weil alles, was irgendwie die Wirklichkeit verzerrt, finde ich ganz schrecklich. Und dadurch lese ich dann halt irgendwie tagsüber, aber ich verschwinde, also ich tauche halt so richtig in diese Geschichten ein und dann kann ich nicht aufhören. Und das ist dann wirklich wie so ein Stundending. Das ist fast genauso schlimm wie Social Media für mich. Und deswegen kann ich das dann auch nicht wirklich tagsüber tun, weil sonst verschwende ich halt viel zu viel vom Tag. Und das Einzige, was mir dann übrig bleibt, ist wirklich das so als Feierabendaktivität zu sehen und dann zu sagen, okay, ab jetzt lese ich halt nur noch so nachmittags oder so. Ich nehme mir jetzt einfach mal vor, wirklich nur so 2-3 Kapitel zu lesen. Also ich gebe mir so eine halbe Stunde, Stunde. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich kriege das. Ob erster Fehler ist, dass ich es mir jetzt schon gemütlich mache. Ich bin nicht nur Seitenschläfer, ich bin auch Seitenleser. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ach so, und ich lese gerade The Cruel Prince. Also falls ihr irgendwie Buchempfehlungen oder sowas habt, immer gerne bitte. Ich habe meine Selbstkontrolle vielleicht ein wenig überschätzt. Mal gucken, ob ich morgen überhaupt Uni habe. Ich habe immer noch keine Ahnung. Egal. Hab dich lieb. Jetzt, nachdem ich meine ganze Familie hier aus der Küche vertrieben habe, ich will jetzt wieder anfangen, öfter Öl ziehen zu machen. Einfach, weil ich hoffe, es macht irgendeinen Unterschied. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau, was mit Unterschied es machen soll. Aber es fühlt sich an wie, wie eine einfache Gewohnheit, die dein Leben positiv beeinflussen kann. Und das habe ich das Gefühl, brauche ich momentan. Cheers! Es ist immer noch eklig. Meine Angst vor allem ist auch immer, dass ich das Zeug irgendwann einfach aus Versehen schlucke. Wie eklig war das denn? Macht, finde ich, richtig müde. Ich könnte noch immer schlafen. Obwohl, ich muss ehrlich gestehen, ich hasse nichts mehr, als mich abends fertig zu machen, wenn ich so richtig
müde und fertig bin und alles, was ich eigentlich machen will, ist schlafen. Jetzt gerade geht's noch einigermaßen, aber ich merk's. Der Tag ist jetzt so schnell vorbeigegangen, dass ich irgendwie nichts von dem geschafft habe, was ich eigentlich schaffen wollte. Also ich will mich nicht beschweren, weil ich habe zwei meiner besten Freundinnen getroffen und wir hatten einen richtig schönen Tag. Und gleichzeitig muss ich jetzt so an alles denken, was ich eigentlich hätte machen müssen. Und das stresst mich gerade ein wenig. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und einfach so früh wie möglich jetzt gleich ins Bett gehen und dann einfach das dann morgen machen. Oder ich schreibe heute Abend noch eine To-Do-Liste, dass ich wenigstens morgen gleich damit anfangen kann, dass ich irgendwie so ein bisschen schon mal meinen Tag vorstrukturiert habe. Ich weiß immer noch nicht, ob ich morgen Uni habe oder nicht. Ich merke jetzt langsam schon den Muskelkater vom Laufen heute. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, weil man sagt ja immer, eigentlich braucht Muskelkater einen Tag, aber ich merke es jetzt schon in den Beinen. Ich will auch ganz ehrlich sein, ich sehe mich gerade noch nicht wirklich als Läuferin, aber als ich diese Pausen zwischendurch gemacht habe, war ich halt wirklich kurz so, okay, das ist machbar. Und das hatte ich vorhin halt gar nicht, weil ich dachte immer, man müsste sich beim Laufen noch immer an so bestimmte Regeln halten. Also man darf keine Pausen machen, man muss durchlaufen, man muss auch eine bestimmte Pace haben. Und als ich dann irgendwann so nach Kilometer 1 von 2 gedacht habe, so ja, scheiß doch drauf, ist doch eigentlich egal, Hauptsache du bewegst dich, hat das irgendwie mehr Spaß gemacht, weil ich den Druck rausgenommen habe. Deswegen, jetzt ist nur die Frage, ob die Motivation die nächsten Tage auch da ist, dass ich gucken kann, ob sich das halt auch auf lange Zeit bewähren würde. Jetzt mache ich mir nur noch eine Wärmflasche und dann gehe ich ins Bettchen. Wünsche ich euch eine wundervolle Nacht. Tschüsschen und Küsschen.